Ich grüße euch, liebe Dampfer, Dampferinnen, alle, die es mal werden wollen. Ich stelle euch heute ein neues Liquid vor, und zwar von Vaporsline, das Red Kiss Citro. So sieht das aus. Made in Germany. Kommt hier in einer 50 ml Flasche, und da könnt ihr dann Nikotinshot reinmachen oder Base, wie ihr das wollt. Und hier oben habt ihr einen Deckel, der sich mal ein bisschen so von der Masse abhebt. Was soll das Ganze geschmacklich sein? Mit der köstlichen Mischung aus süßen Erdbeeren mit einem Schuss spritziger Zitrone atmen Sie Ihre tägliche Vitamindosis ein. Eieiei, diese Texte. Ja, was soll das sein geschmacklich? Also für mich schmeckt es so ein bisschen nach Hubba Bubba Kaugummi, bloß halt mit einer Erdbeere. Also ich weiß nicht, bei Hubba Bubba ist das, glaube ich, Himbeere. Du hast halt so diesen typischen Hubba Bubba Geschmack und dann eine Erdbeere, die auch schön süß rauskommt. Nicht zu künstlich, also von der Erdbeere her top. Und dann hier die Zitrone, die schmecke ich nicht. Also ich habe jetzt, ich würde sagen, die nutzen die zum Abrunden. Das heißt, eine Zitrone schmeckt man nicht präsent raus, aber halt so dieses Kaugummi, Himbeerige und dann halt irgendwie so Bonbon-mäßiges. Also wie als hätte man Apfelbonbon genommen, Apfel weg und da dann noch so dieses Kaugummi-Erdbeerige mit rein. Ist ein Liquid, was mir persönlich ziemlich gut schmeckt, ist aber so ein Liquid, das fülle ich mir für den Tank ein und sage dann auch, boah, ist ein leckeres Liquid, und dann so Hälfte, drei Viertel vom Tank neutralisiert sich das ein bisschen und dann sagst du am Ende des Tanks, ja, war lecker, aber ich dampfe jetzt was anderes. Also ich fülle mir es immer mal für den Tank ein, dampfe das durch und dann verschwindet es irgendwie wieder in der Ecke. So an sich schmeckt es gut, aber vielleicht ist es mir persönlich für den Sub-Oben-Bereich nicht komplex genug. Keine Ahnung, woran das liegt, habe ich mit ein paar Liquids so. Ja, ich würde sagen, das war's schon. Falls ihr das Liquid selber zu Hause habt, also preismäßig liegt das Ganze bei 12,50, was preiswert ist für diese Größe, gibt's gerade in vielen Shops im Angebot. Ja, das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne mal einen Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare, ja, falls ihr es selber zu Hause habt, damit helft ihr natürlich anderen Leuten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im morgigen Video. Bis dahin, viel Spaß euch noch, einen schönen Abend.